Yo, Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, Leute, ihr habt wirklich richtig lange gewartet. Ich weiß es wirklich, aber die meisten haben schon mitgekriegt, was eigentlich der Fall war. Und zwar, mein kompletter PC ist einfach ausgefallen. Es ist komplett ausgefallen. Ich habe ja gesagt, mein PC hat die ganze Zeit Probleme. Ich weiß inzwischen auch, woran es liegt. Und ja, der komplette PC ist einfach ausgefallen. Und zwar, ich habe jetzt einen neuen PC, einen wirklich relativ guten, ich sag mal, gute Mittelklasse-PC. Da ist nicht irgendwie jetzt die Titan X oder sonst was Besseres drin, wie zum Beispiel die 1080. Aber die 970 ist auf jeden Fall drin und es geht auch wirklich alles relativ flüssig. Hab auch sehr viel Arbeitsspeicher. Und ja, wir sind hier wieder bei Periklo. Ich weiß gar nicht, wo wir das letzte Mal gestartet sind, weil ich ja die ganze Zeit nicht aufnehmen konnte. Das heißt, die Leute, die wirklich lange gewartet haben und sich gewundert haben, wieso kommt denn kein Periklo mehr? Ich deabonniere den einfach mal. Beziehungsweise auch, die sich gedacht haben, warum kommt denn generell jetzt gar nichts mehr auf diesen Kanal? Also, es war wirklich der Fall, die es wirklich nicht mitbekommen haben, obwohl ich es wirklich oft genug gesagt habe, es liegt an meinem PC, beziehungsweise es lag an meinem PC. Inzwischen habe ich einen wesentlich besseren PC und es ist wirklich super. Also, wir haben letztes Mal auf jeden Fall diese richtig geilen Schuhe, die wir jetzt anhaben, die wollte ich eigentlich noch nicht anziehen. So, die haben wir auf jeden Fall gefunden. Und ja, wir haben genau, was wir letztes Mal noch hatten. Genau, der Lucky Block ist ja aufgegangen. Da waren hier die 13 Diamanten drin, Smaragde waren da drin, Gold, Lapis war da drin. Und wir haben wirklich geile Sachen da drin gefunden. Und ja, wie gesagt, ich bin ja eigentlich jemand, der wirklich viel sortiert. Ich packe jetzt erstmal alles hier rein. Beziehungsweise den Helm, den brauche ich noch. So, den ziehe ich einfach mal an. Und ja, alles, was wir nicht brauchen, packe ich da jetzt rein. Also, Trank der Regeneration haben wir noch. Wir haben ja letztes Mal wirklich viel gelootet. Und wie gesagt, wir hatten den Lucky Block. Wir haben wirklich alle Sachen wiedergefunden und haben den Lucky Block. Das ist wirklich mega nice. Also, es ist wirklich richtig, richtig geil. Und zwar werde ich mir jetzt einfach, ich weiß gar nicht, ob ich den Mod drin habe, wo man Smaragd-Rüstung machen kann. Nein, habe ich leider nicht drin. Ist nicht so schlimm, aber ich habe zum Beispiel Smaragd-Äpfel. Das können wir auf jeden Fall machen. Also, ich werde mir einfach mal eine Dia-Brustplatte machen. Die werde ich auf jeden Fall mal anziehen. Und ich denke, ich weiß nicht, ob ich damit eine Hose, nee, nicht ganz. Ich kriege keine Hose hin, aber ich glaube, ich kriege einen Helm damit hin. Ich mache einfach mal einen Helm damit. So, jetzt haben wir auf jeden Fall einen Dia-Helm. Der ist wesentlich stärker als der Eis. Helm. Ob wir den Eisenhelm noch brauchen, weiß ich natürlich nicht. Einfach mal gucken. Und zwar, was wollte ich denn eigentlich? Genau, wir wollten diesmal auf jeden Fall viel, viel mehr looten. Diaschwert, ach stimmt, deswegen habe ich mir kein Diaschwert gemacht. Diaschwert haben wir. Schuhe brauche ich noch. Ich weiß nicht, ob ich noch Eisen. Ja, da habe ich Eisen natürlich. Das ist natürlich richtig easy. Das ist richtig nice. Und ich glaube, eine Hose aus Eisen machen wir uns auch. Und dann haben wir genau alles aufgebraucht. So, das heißt, wir sind eigentlich schon relativ gut dabei. Beziehungsweise, ja, es ist wieder Nacht. Ich habe ja letztes Mal, glaube ich, die Aufnahme bei Tag beendet. Kurz vor Nacht, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Genau, diese Folge sollten wir vielleicht mal suchen, ob wir eventuell irgendwie mal Wolle finden oder ein paar mehr Fäden, damit wir uns Wollblöcke machen können. Wir brauchen nämlich ein Bett. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit wirklich immer nachts unterwegs zu sein. Das ist nämlich jedes Mal so. Ich habe dir es so eingestellt, dass es wirklich Nacht und Tag gibt, aber es gibt kein... Ich will noch mal gucken, ob ich auch schwer habe. Ja, ich habe auch schwer. Ich bin auch nicht... Irgendwie, nein, ich bin im normalen Modus, das ist alles gut. Okay, weil ich ja zwischendurch bei der anderen Version hatte ich ja zwischendurch den Kreativmodus an, um die Welt laden zu lassen. Das heißt, ich bin einfach... Oh, was war das? Also, um die Welt laden zu lassen, weil das halt alles nicht ging. Aber ihr seht es, Leute, es läuft flüssig. Und es läuft sogar mehr als flüssig. Es ist wirklich richtig, richtig nice. Ich habe jetzt... Allein Minecraft habe ich jetzt 4 GB RAM zugewiesen, obwohl ich den wesentlich mehr zuweisen könnte. Aber 4 GB reicht völlig. Also das ist wunderbar. Also, ich wollte eigentlich eine Fragerunde starten. Habe ich leider auf Twitter nicht gemacht, weil ich ein paar Probleme hatte mit dem Account. Ich konnte mich irgendwie nicht anmelden. Das hat einfach den Grund gehabt, weil ich ja den PC komplett gewechselt habe. Das hat mir auch ein paar Probleme bereitet. Ich denke mal, wir wollten ja in den Battle Tower. Hier haben wir, glaube ich, die erste Etage schon gemacht. Wir können ja mal gucken. Es kommen ja so oder so... Das war eine Spinne. Es kommen ja so oder so Monster.
Ach, eine Spitzhacke. Ja, ich bin ein Trottel. Wir brauchen noch eine Spitzhacke. Natürlich geht es sonst nicht. Da oben war das Haus. Okay. Ja, also wir haben bis jetzt ja nur das Haus hier im Villagerdorf. Ich denke, dass wir auch das Haus behalten, aber dass wir das Haus ein bisschen umbauen. Dass wir das einfach so umbauen, dass es wirklich raussticht. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, stimmt, das wollte ich auch noch ansprechen. Und zwar, ich habe ja einen Twitch-Account schon ein bisschen länger gehabt. Und ich kann endlich streamen, Leute. Ich kann wirklich streamen. Das heißt, wenn ihr mal Bock auf Streams habt, schreibt es in die Kommentare. Ich stream auf jeden Fall. Also ich werde so oder so streamen. Aber ich meine, Leute, wenn ihr Bock habt auf einen Livestream Periclu, dann mache ich das auf jeden Fall. Da können wir so ein bisschen auch das Dorf hier umbauen, beziehungsweise auch das Haus umbauen. Da können wir farmen gehen, was wir normalerweise nicht in der normalen Folge machen. Weil hier geht es eigentlich immer nur darum, dass wir eigentlich so viel Loot wie möglich einsammeln und halt sehr viel erkunden. Also, eine Spitzhacke. Natürlich haben wir jetzt natürlich kein Eisen, das haben wir natürlich komplett aufgebraucht. Ich denke mal, ja, dann machen wir das halt so. So, für die Leute, die es nicht wissen, ich bin hier ja in einem Projekt, und zwar ist das ein Hardcore-Projekt. Da wird es auf jeden Fall so sein, dass hier wirklich viele Monster sind, wirklich sehr viele. Ihr seht da hinten einen Werwolf, das habe ich auch noch vergessen, stimmt. Es ist wirklich viele Sachen, habe ich wieder vergessen, weil ich Periclu einfach nicht aufnehmen konnte. Und zwar hier, das Goldschwert brauchen wir natürlich noch. Und zwar brauchen wir das Ganze für... Machen wir am besten so, das ist besser, den Bogen brauche ich momentan nicht. So, ich werde nochmal an meiner Maus, werde ich die ganzen Tasten mal belegen, das muss ja auch alles wieder gemacht werden. Und zwar können wir diese Werwölfe wirklich nur mit einem Goldschwert töten. Das heißt, das Goldschwert, das hat inzwischen auch einen Sinn. Und glaubt mir, diese Mobs teilweise, die haben echt wirklich richtig geilen Loot. Richtig, richtig geilen Loot. Die Wölfe sind eigentlich gar nicht so stark und die Ratten auch nicht. Die Ratten lassen, glaube ich, Kohle fallen. Oder Rattenfleisch. Oh, okay, Rattenfleisch. Ja, rohe Ratte. Normalerweise lassen die Kohle fallen, soweit ich weiß. Also ich habe das früher so gehabt, dass die Kohle fallen lassen haben. Beziehungsweise auch die Golems, die haben Obsidian fallen lassen und so. Das war eigentlich ganz cool. Da oben ist ein Geist. Ob wir den bekommen, weiß ich nicht. Wir haben ja schon eine stärkere Rüstung. Und wie viele Geister hier sind, ist, mit denen möchte ich mich nicht anlegen. Die sind mich relativ stark, gerade weil die fliegen. Ich möchte aber eigentlich gerne einen Werwolf töten. Da hinten ist noch so ein kleiner Roboter. Ich weiß gar nicht, was das genau ist. Das sind die Mini-Golems, genau, das sind die Mini-Golems. Seht ihr das, Leute? Ich weiß gar nicht, ob das mit einem Dia-Schwert geht. Nein, die verlieren wirklich nur einen. Goldschwert, nein! Erstmal eine Karotte fressen. Wir müssen wieder regenerieren. Oh nein, nein, nein. Das ist auf jeden Fall... Die sind wirklich stark. Beziehungsweise es gibt noch viel stärkere, aber die sind natürlich jetzt im Moment noch ein bisschen low, sag ich mal. Aber ihr seht, wie viel Leben der nur verliert. Und das auch nur mit einem Goldschwert. So, wir haben ihn gleich down. Obwohl ich schon sehr viel verloren habe. Hier. Das ist auf jeden Fall. Sind die Werwölfe anspruchsvoll? Ich weiß gar nicht mehr, was die droppen. Ich war der Meinung, die droppen wirklich was Gutes, aber das auch nicht immer. Alles klar. Okay, wir müssen den Rest machen mit dem Dia-Schwert. So. Da einen goldenen Apfel. Und wir haben einen goldenen Apfel, Leute. Richtig, richtig geil. Wirklich, richtig, richtig nice. Das meine ich nämlich, die Werwölfe sind zwar schwer zu knacken, aber die droppen wirklich richtig, richtig geile Sachen. Und ich weiß gar nicht, wie das Feld hier im Moment ist. Noch ist gar nicht so viel nachgewachsen. Aber, ja, ich hatte ja alles bepflanzt hier. Das war ja eigentlich ganz gut. Beziehungsweise hatte ich ja auch alles abgefarmt vorher. Das heißt, Essen haben wir auf jeden Fall genug. So ist das ja nicht.
ihr seht, wirklich, die Monster sind anspruchsvoll. Ich habe mit einem Werwolf ziemlich zu kämpfen gehabt. Ich hatte halt nur ein Goldschwert, beziehungsweise man kann sie auch nur mit Goldschwert angreifen. Stellt euch mal vor, drei von diesen Werwölfen greifen nicht an oder auch so ein Golem oder so. Ich möchte mich ja eigentlich gerne an so ein Golem rantrauen. Ich meine, die droppen Obsidian. Das war jedenfalls früher der Fall. Ist der Golem ansprechbar? Ich weiß... Alles klar. Seht ihr das? Das ist, im Grunde sind das so kleine Creeper-Explosionen. Nicht ganz so stark, aber die ziehen auf jeden Fall eine ganze Menge. Die sehen halt alle so harmlos aus, aber... Oh, ein Kaktus hat mich angegriffen. Das geht gar nicht. So. Wir haben den auf jeden Fall gleich down. Die zerstören auch die ganze Welt. Das ist echt... schlimm. Gerade wenn die in deinem Haus sind oder so. Der Kaktus hat mir ein bisschen geholfen. Richtig nice. Wie dumm dieser Golem ist. Da, das meine ich, Leute. Er droppt auf jeden Fall Obsidian. Das ist richtig nice. Wenn wir ein paar davon töten, können wir eigentlich schon in die Hölle gehen. Obwohl wir eigentlich noch keine Diaspitzhacke haben. Das heißt, die Diaspitzhacke im Grunde brauchen wir gar nicht hier. Sondern wir können uns das im Grunde auch so erfahren. Ich bin ja letztes Mal durch so ein Pferd gestorben. Die Pferde, weiß ich nicht, ob die extrem stark sind oder ob es einfach damit zu tun hatte, dass ich da einfach sehr ungünstig stand. Das weiß ich natürlich nicht. Auf jeden Fall haben wir noch gar nicht so viel gemacht. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich habe noch gar nicht geguckt. Auf jeden Fall pausiere ich kurz die Aufnahme. So, da bin ich wieder. Da hat gerade jemand geklopft, deswegen... habt ihr hier so einen kleinen Schnitt drin. Und zwar... Was wollte ich? Ach so, genau. Wir wollten den Tower noch erkunden. Das war jetzt das, was ich eigentlich machen wollte. Ich habe zwei Spitzhacken, ich habe zwei Schwerter. Das ist eigentlich relativ gut. Rüstung ist auch ganz gut. Da hinten ist noch der Werwolf. Das ist natürlich echt traurig, dass man wirklich die Werwölfe wirklich nur mit dem Goldschwert töten kann. Und das Goldschwert gar nicht so einen Wumms hat. Also gar nicht so richtig auf die eingeht. Aber es ist natürlich gut, wir sind hier bei Periklu. Das Ganze heißt Gefahr übersetzt. Und das ist ja auch der Sinn des ganzen Projektes, dass ich hier wirklich schwierige Monster habe. Spinny, nein, jetzt gerade nicht. Ich möchte nicht spielen. Ist natürlich nicht vom Vorteil. Hier mit... Knöpfe brauchen wir nicht. Fackeln können wir vielleicht gebrauchen. Knöpfe, wofür brauchen wir Knöpfe? Beziehungsweise. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, seit ich mit dem neuen PC drin bin, die Monster müssen erstmal alle spawnen. Wir hatten ja recht viele Monster. Ich mache mal die Musik aus. Und zwar Musik können wir gar nicht gebrauchen. So. Ich jedenfalls nicht. So, Kohle können wir vielleicht noch gebrauchen, Fäden können wir auf jeden Fall gebrauchen, Wolle können wir gebrauchen. Das heißt, wir haben das Bett, glaube ich, schon zusammen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, nur... Alles klar, geh weg. Das Problem ist hier bei den Battle Towern, dass halt alles wirklich von oben runterfallen kann. Das heißt, die Spawner oben, die wirken natürlich mit. Das ist natürlich nicht so die beste Art. Nein, ich dachte, ich krieg den noch. Ja, alles klar. Alles klar. Ist okay. Auf jeden Fall erstmal ein bisschen was essen wieder. Oh. Nein, ich will jetzt gerade raus hier. Ich will raus hier. Man muss auf jeden Fall wissen, wenn genug ist. Erstmal wieder regenerieren. Hier kommen die nur durch einen durch. Okay. Da ist das Skelett. Jetzt nehme ich es auch gerne mit dir auf. Überhaupt. Oh. Erstmal das Dia-Schwert wegschmeißen. Das darf uns im Kampf nicht passieren. Auf jeden Fall hat sich das gelohnt. 1, 2, 3, 4. Ich weiß gar nicht, wie viel man braucht. Wir haben auf jeden Fall. Genau 10 Fäden haben wir jetzt, wenn ich die mitverrechne. Wir haben 4 Stück. Haben wir genau 4 Fäden.
Das müsste eigentlich für ein Bett auf jeden Fall reichen. Ich weiß nicht, ob man 4 Wolle oder ob man schon 9 Wolle dafür braucht. Das weiß ich gar nicht, wie das in 1.8 ist. Da müsste ich nochmal gucken. Wie gesagt, ich habe jetzt länger kein Minecraft mehr gespielt. Und ich merke das. Ich merke wirklich, dass ich kein Minecraft mehr gespielt habe. Das ist echt schlimm. Und nicht nur, dass ich keine Videos mehr machen konnte. Kann man... Ah, man braucht nur... Braucht nur 4. Das ist ja... Das ist richtig cool. Jetzt haben wir auf jeden Fall Holz. Haben wir noch nicht. Das heißt, wir müssen... Das meine ich nämlich im Livestream. Das könnte man eigentlich gut im Livestream machen. Gut, jetzt brauchen wir nicht viel Holz. Genau, hier habe ich... Genau, 1, 2, 3, 4. 3 meine ich, nicht 4. So. Dann machen wir schon mal ein Bett. Und wir haben... Die Folge haben auf jeden Fall was geschafft. Wirklich was richtig Gutes. Und zwar haben wir ein Bett. Richtig, richtig geile Sache. Das ist Baumaterial. Das brauchen wir nicht, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Den Goldapfel könnten wir eventuell benutzen. Jo, Leute, was ist denn los? Weißt du, hier klopft einer nach dem anderen die ganze Zeit wirklich durchgehend. Ein paar Sachen werde ich sicherlich rausgeschnitten haben, aber es ist echt schlimm. Also es ist wirklich richtig, richtig schlimm gerade. Und zwar, wo waren wir? Achso, wir haben auf jeden Fall ein Bett, das lohnt sich auf jeden Fall. Baumaterial wollte ich trennen, genau. Ich wollte eigentlich noch eine Kiste machen, ich wollte Baumaterial trennen und ich wollte... Was wollte ich denn noch? Ich überlege gerade. Wir haben hier noch eine zweite Truhe, die können wir eigentlich für Essen benutzen, beziehungsweise allgemein so ein bisschen für Nahrungsmittel oder Sachen, die man für Nahrungsmittel braucht. Das heißt, man kann da im Grunde auch Samen reinmachen. Das wäre überhaupt nicht das Thema. So, dann machen wir Samen damit rein. Das passt schon. Rotten Flash machen wir auch mit rein, weil das brauchen wir ja. So, auf jeden Fall haben wir jetzt ein Bett. Das Bett ist schon mal richtig, richtig, richtig geil. Was wollte ich machen? Ich wollte auf jeden Fall das Baumaterial hier reinmachen. Ich wollte den Goldapfel, wollte ich... Wo hab ich den denn rein? Da. Okay, den wollte ich für schlechte Zeiten im Grunde aufbewahren. Also wenn man wirklich am Arsch ist. Ja. Holz brauchen wir nicht farmen. So. Ich weiß echt nicht, wie lange die Aufnahme gerade geht. Ich habe wirklich gar kein Zeitgefühl gerade. Normalerweise nehme ich immer nach, ja, nach Gefühl auf, aber im Moment ist wirklich mein Zeitgefühl richtig kaputt. Essen haben wir jetzt besorgt, das ist schon mal sehr, sehr gut. Genau, dann lasst uns wieder in den Battle Tower gehen. Ich möchte auf jeden Fall noch ein bisschen Loot sammeln. Habe ich gerade die Steinspitzhacke da drin gelassen? Bin ich irgendwie völlig bescheuert? Aber so ein scheiß Bogen mitnehmen und Kisten. Und Kisten vor allen Dingen. Kisten mitnehmen. So. Also. Die wollte ich mitnehmen. Da. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall alles. Goldschwert haben wir leider nicht mehr. Das ist echt schade. Da müssen wir irgendwie mal ein Goldschwert verzaubern. Auf Haltbarkeit 3 oder so. Da müssen wir mal gucken, ob sich da was finden lässt. Oh Leute, ich bin so froh, dass ich wieder Perigdor aufnehmen kann. Ihr glaubt es gar nicht. Ich bin überhaupt, dass ich wieder an den PC kann und überhaupt aufnehmen kann. Das ist im Moment wirklich... Das ist so... Es ist ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Es ist mega. Weil, wie gesagt, YouTube ist auf jeden Fall ein Hobby von mir. Und Hobbys, wenn man die nicht ausüben kann... Das kann man gebrauchen, das kann man gebrauchen. Glas können wir eigentlich auch brauchen, Federn vielleicht auch. So, wenn man wirklich ein Hobby lange nicht ausüben kann, man fühlt sich echt scheiße. Leute, man fühlt sich echt scheiße. Das ist echt schlimm. Und ich habe meine Community einfach vermisst. Das ist so... Es ist so mega, wenn ich einfach Kommentare lesen kann. Beziehungsweise mit euch einfach interagieren kann, mit euch reden kann. Einige habe ich auch bei WhatsApp, beziehungsweise habe über Twitter mit euch geredet und wie auch immer. Die meisten wissen ja wirklich, was los ist. Aber es gibt halt einige Experten, warum habe ich das jetzt mitgenommen? Die brauche ich eigentlich gar nicht. Das Geile ist ja, hier ist ein richtig geiler Mülleimer, ne? Da kann man einfach zack und es ist einfach weg. Das kann man richtig, richtig gut nutzen. Nee, es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man eine Community hat. Und wenn es nur 10 Menschen wären, das wäre mir so egal. Wenn man eine kleine Community hat, die wirklich hinter einem steht, die wirklich... Es ist unbeschreiblich, Leute. Es ist unbeschreiblich. Ich weiß nicht, wie ich euch das erklären kann. Jeder, der YouTube macht und wirklich YouTube lebt, der kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben Melonenkerne.
Oh, das Problem ist wirklich, dass man auf schwer wirklich sterben kann. Das heißt, ein halbes Herz, da haben wir echt Glück gehabt. Das hätte auch echt böse enden können. Das hätte richtig, richtig böse enden können. Ich will mich auf jeden Fall jetzt erstmal regenerieren. Und währenddessen, ja, wie gesagt, es ist ein unbeschreibliches Gefühl, eine Community zu haben, die wirklich, wirklich hinter einem steht. Erstmal vielen, vielen Dank für alle, die wirklich hinter mir stehen, die mich nicht deabonniert haben, die wirklich sich informieren und sagen, yo, was ist denn überhaupt bei dir los, anstatt mich gleich zu deabonnieren und die mich unterstützen. Also wirklich vielen, vielen Dank dafür. Es ist unglaublich, Leute. Ich kann es echt nicht beschreiben. Es ist ein unglaubliches Gefühl. Überhaupt Menschen zu haben, die hinter einem stehen, ist ja schon ein geiles Gefühl. Aber wirklich, auf YouTube ist das nochmal tausendmal besser. Es ist irgendwie, auf YouTube gibt es eine Gemeinschaft. Natürlich wird sie auch viel angepumpt und viel gehatet und wie auch immer das passiert, natürlich. Aber YouTube ist eine Gemeinschaft, das, man muss nicht immer das Schlechte sehen da. Das ist wirklich unglaublich. Erstmal den Turm, ob wir den noch schaffen heute. Ob wir den schaffen? Ich befürchte ja nicht. Das Brot bewahre ich mir für andere Sachen auf. Achso, wundert euch nicht, wenn es zwischendurch mal Licht gibt oder so. Ich habe Dying Light aktiviert. Das heißt, wenn ich die Fackel hier hinwerfe zum Beispiel, dann ist hier auch Licht. Das heißt, es gibt wirklich wie im echten Leben, wenn du eine brennende Fackel hinwirfst, dann ist das auf jeden Fall so, dann gibt es ja auch Licht. Und das gibt so ein bisschen Realismus. Ich wollte auch noch ein paar andere Sachen. Ja, genau, alles klar. Die Spawner sind ja echt aggressiv hier. Die sind echt... Es ist unglaublich. Ja, genau, genau, spawnt noch mehr. Alles klar. Den Spawner bauen wir auf jeden Fall jetzt schon mal ab. Und hier... Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, weil diese... Spiders, geh weg! Schwert ist geil, Fisch ist geil, das eigentlich können wir alles mitnehmen. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Erstmal Erfahrung einsammeln. Ihr wisst ja bestimmt noch meine PvP-Runden, die ich früher gemacht habe. Also Leute, die, wie gesagt, die mich schon länger abonnieren, die mich verfolgen, wo ich wirklich riesig dankbar bin. Es gibt sogar Leute, die haben mich schon wirklich seit 2-3 Jahren haben die mich abonniert, stehen auf jeden Fall hinter mir, haben bis jetzt alles mitgemacht. Es ist unglaublich. Es sind auch viele dazu gekommen, die echt wirklich gesagt haben, yo, gibt nicht, ja, du machst halt nichts mehr. Ich deabonniere dich, wie auch immer. Ist auch alles in Ordnung, könnt ihr machen, wenn ihr mich nicht mehr schaut. Lieber deabonniert ihr mich, als wenn ihr inaktiv seid. Das finde ich viel, viel besser. Auch wenn natürlich dann eine ganz andere Zahl steht. Aber dann weiß ich auf jeden Fall aktuell, was los ist. Leute, nein. Es ist doch unglaublich. Es ist so viel los. Alles klar, alles klar. Alles klar. Habe ich überhaupt noch eine Chance? Ich glaube, ich beende das erstmal hier. Also in dem Sinne, dass ich scheiß auf die paar Fäden, die oben sind und was ich nicht mitbekommen habe. Ein bisschen Erfahrung noch sammeln. 22 Erfahrungen, richtig, richtig nice. Das ist auf jeden Fall wirklich ein guter Tag heute gewesen. Auch wenn wir nicht wirklich besondere Sachen haben. Obwohl besondere Sachen, wir haben Melonenkerne und wir haben Kürbiskerne bekommen. Also richtig, richtig geil. Gut, Kürbis hatte ich schon, da hätte ich Kürbiskerne draus machen können. Aber wir haben Melonenkerne, Leute. Wir haben Melonenkerne. Das ist richtig, richtig geil. Auf jeden Fall werden wir diesen Turm nächstes Mal weitermachen, würde ich sagen. Ich werde jetzt nach Hause gehen, werde den ganzen Loot abladen. Und da werde ich diese Folge auch hier beenden. Hier sind so viele Tiere. Es wird auf jeden Fall auch wirklich spannend hier in Periglo. Es wird richtig, richtig spannend. Und ich habe vor, einen Livestream zu machen. Leute, ein Livestream. Schreibt mir mal in die Kommentare, wann ihr Bock hättet auf einen Livestream. Es wäre ja richtig, richtig nice, wenn
wir Samstag einen Livestream machen könnten. Das wäre richtig, richtig mega geil. Also, wenn genug Leute auf Twitch kommen, vielleicht kommen auch Leute auf Twitch, die halt mich noch nicht abonniert haben. Also, ich werde auf jeden Fall viel Werbung dafür machen. Und wer weiß, vielleicht kommt da wirklich einiges zusammen. Also, ich lade erstmal alles ab. Egal, ob das jetzt da sinnvoll wäre, das im Inventar zu behalten oder nicht. Ich liefere erstmal alles ab. Beziehungsweise Essen zu essen. Das heißt, der rohe Fisch... roh ist der gar nicht. Der ist sogar schon gebraten. Was hatte ich? Die Pilze hatte ich. Und Schüsseln können wir eigentlich gut machen. Dann können wir uns Pilzsuppen machen. Das wäre natürlich richtig, richtig mega. So, die Ratte kommt da auch mit rein. Und Leute, damit würde ich jetzt mal so ganz stark behaupten, das war's mit der dritten Folge. War das die dritte Folge? Ich glaube, das war die dritte Folge. Dritte Folge Periklo. Und ja, Leute, richtig, richtig geil. Wirklich ein riesen Dankeschön für alle Leute, die mich unterstützt haben, die mich nicht deabonniert haben, die wirklich gemerkt haben, hey, der hat wirklich Probleme, er will YouTube machen, aber es klappt irgendwie nicht so. Und Leute, ihr könnt euch wirklich freuen auf richtig geile Videos, weil ich habe jetzt nicht mehr so einen Gammel-PC, sondern ich habe wirklich einen relativ guten PC. Und gerade weil Minecraft nicht so viele Ansprüche hat, kann ich natürlich richtig, richtig geile Videos machen. Damit würde ich sagen, haut raus, Leute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, Morgen oder Mittag oder wann ihr das Video halt guckt. Richtig, richtig geilen Tag wünsche ich euch und haut raus, Leute. Ciao.